thing, make your dream coming true. In the GCW, throw them on the chair, have it all everywhere. Drop some true in the GCW. Throw them on the chair, have it all everywhere. Drop some true in the GCW. Dann einmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei German CAW Wrestling. Viele Updates kamen für dieses Spiel und auch wir sind endlich auf den Stand, euch wieder neue Shows bieten zu können. Also herzlich willkommen bei einer neuen Season, einer neuen Reihe von vielen Shows German CAW Wrestling. Mein Name ist Tiger Ronny und dabei ist Amazing Black. Ihr kennt ihn, ihr wollt ihn. Und wir haben natürlich unser ganzes Roster wieder dabei, um euch zu unterhalten. Also freut euch auf echt geile Matches. So, und mit was fangen wir denn an? Marcus Moner gegen Ugly Retardo. Zwei Leute, die kennen wir. Die waren schon oft bei uns. Die haben uns schon öfter unterhalten, aber... Jetzt haben sie hier den Opener einer neuen Season und ich glaube, da müssen die ganz andere Sachen auspacken. Ich bin gespannt. Vor allem die körperliche Transformation von Ugly Retardo, der neue Maßstäbe angenommen hat. Wird ihnen das hier helfen? Das sieht ganz so aus. Also er braucht sich wahrscheinlich nur noch rauflegen auf Markus. Schauen wir mal. Also... Marcus Moner ist jetzt auch nicht ein Klappergestell, deswegen. Und da kommt er auch schon zum Ring, der Pirat. Der Mann, der den Anchor Drop im Repertoire hat. Der gerne mal mit einem Saberkick aus dem Nichts kommt. Zeit, Segel zu setzen. Okay. Ich bin gespannt. Bei dem würde ich auch gerne mal die Säge setzen. Nimmt die Kinder aus dem Publikum. Amazing Black ist nicht für kleine Kinder. Nein, ey, ist aber vieles möglich. Ich meine, unsere letzten Shows haben gezeigt, auf was für Niveau uns wir hier bewegen. Und jetzt, wo auch das neue Spiel rausgekommen ist, ist die Qualität ja nochmal in die Höhe geschossen und deswegen, hier kann jetzt wirklich alles passieren. Ich glaube bloß nicht, dass es schlechter wird als das, was wir gewohnt sind. Und da kommt Ugly Retardo. Was ist da denn passiert? Wir hatten eine lange Pause. Das stimmt, aber... Wie geht's denn Sugarfoot? Das sieht aus, als ob er Sugarfoot gefressen hat. Ah, wir lachen, aber Ugly Retardo ist jetzt eine Waffe. Also, die kannst du auf Städte schmeißen. Ja. Du siehst ja noch, wie der Atompilz hochsteigt. Nein, also. Ugly Retardo. Das ist wie bei Fantastic Movie, wo dann das Fett abgesaugt wird von der Dicken und dann in einem Mario-Behälter landet. Oh Gott. Was ist mit der Mario passiert? Er kommt da durch? Na, die wurde anscheinend Ugly Retardo initiiert. Du meinst, er hat das Gegenteil gemacht von Fettabsaugen? Genau, er hat sich einfach spritzen lassen. Oder er ist die Fettsaugmaschine. Schlauch im Mund nehmen und einmal reinziehen. Einfach so ein Liter Öl, so ein Tornado gemacht. Oh mein Gott, über was reden wir denn hier, Mann? Hier geht's doch um Wrestling. Also. Und schau dir das an. Ugly Retardo nimmt hier Marcus Moner spielend leicht in die Arme, schmeißt ihn in die Seile. Oh. Dragon Screw. Ja. Moner wehrt sich. Na gut, Ugly Retardo liegt jetzt auch auf dem Boden. Ich glaube, das Match ist vorbei. Ja. Nein. Vielleicht macht er einen Kipp ab. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er steht auf. Oh, schöner Tritt. Das Markus Moner selbst überrascht. Boah, Anaconda weiß. Jetzt ein Crossface draus gemacht.
Ich überlege gerade, ob Akira Itari überhaupt schon mal aufgegeben hat. Ob das eine Strategie ist. Denn ich glaube nicht. Ich denke nicht. Oh, schau dir das an. Schau dir das an! Oh, einfach weggeschmissen. Ja. Das ist halt der Vorteil von Agritado. Oh Gott. Zum Glück hat er nicht sein Gewicht aufs Füßlein versetzt. Denn wäre Markus Moner jetzt, ja, weg. Oh, harter Schlag. Oh Gott! Oh! Das Match ist vorbei. Nein. Doch nicht. Nein. Die letzte Zuckung. Ja. Oh, Springboard Moonsault. Aber hast du gesehen, wie schnell Agritado da weg war? Ja, der hat sich gut eingeölt vom Match. Ja. Oh, dieser Backbreaker. Okay, Coverversuch. Eins, zwei und das Bein war auf dem Seil. Tja, da war der Ref wohl ungünstig in Position. Ich hab ein Déjà-vu, ey. Ja, da hat er sich zu sehr darauf verlassen, dass der Ref das sieht. Naja, Regeln sind Regeln. Da kann der Moner ja nichts dafür. Also ich würde da sofort Manager quatschen wollen. Aber gibt's ja dann nochmal ein Rematch. Erster Sieger der neuen Season. Agritado. Ey, das ist Future Champion. Hast du ja gesehen, was für Qualitäten wir da haben. Aber Qualitäten haben wir auch im nächsten Match, aber diesmal ungelogen. Wir haben den guten alten, bekannten Lord of Nightmare. Und was der alles schon erlebt hat, Matches gegen Jester Velka. Ich erinnere an den Chokeslam, die Leiter runter durch den Tisch. Ich erinnere daran, dass Lord of Nightmare schon Hardcore-Champion war. Ja, was für eine Aufgabe hat er denn da vor sich? Hm? Votta ist ein sehr anspruchsvoller Gegner, würde ich sagen. Ja. Yeah. Ehemaliger Tag-Team-Champion. Ja, da ist auch eine gewisse Ringintelligenz vorhanden. Votta hat ja wirklich schon einiges geleistet und zusammen mit seinem Tag-Team-Partner waren die sehr lange ungeschlagen. Man muss aber auch sagen, dass hier ist kein Tag-Team-Match, auch kein Handicap-Match. Votta muss hier alleine ran und da durfte er sich noch nicht so oft beweisen. Aber Lord of Nightmare ist eine Ein-Mann-Armee, also der hat schon öfter gezeigt, was er drauf hat. Das auf jeden Fall. Ja, ich freue mich. Damals auch im Tag-Team mit, wie hieß dein Tag-Team-Partner? Ja, also viele Tag-Team-Partner. Ob es Hannibal war oder ob das Slave war oder Archangel. Lord of Nightmare, der ist ja wirklich schon lange dabei, der hat viel erlebt. Ja. Und auch diese Season ist er wieder dabei. Wird er seine Leistung steigern können? Denn beim letzten Mal hat es ja nicht gereicht. Weder für Jester Velka noch für den Shining Star Championship. Wer sich die letzte schon mal anschaut, da gab es ein Elimination Chamber Match und Lord of Nightmare war einer der letzten zwei, die im Ring waren. Aber es hat nicht gereicht, um Beretta zu besiegen. Aber trotzdem, er hat vier andere überlebt. Das spricht ja auch schon für sich. Jetzt muss er Votta überleben. Und der ist eigentlich auch so viel. So zwei, drei, vier Leute, ne? Ja, vom Gewicht her auf jeden Fall. Ja. Oh, da sind sie. Big and Tasty. Ah, die sehen auch immer crusher aus. Also siehst du das? Die haben die Tag Team Titels geklaut. Aber ich weiß, warum sie die haben.
Weil sie schon mal hatten. Das sind nicht die Originalen, keine Sorge. Ich bin verwirrt. Aber egal. Sie waren mal Tag Team Champions. Vielleicht ist das so eine Erinnerung an die guten alten Zeiten. Ja. Das ist möglich. Aber nicht, dass sie damit die artierenden Tag Team Champions provozieren. Nicht, dass sie sich hier noch im Match einmischen. Ich meine, das ist schon ein bisschen respektlos gegenüber den aktuellen Champions El Chaco und Hyper Tiger. Aber gut, leben wir damit. Lord of Nightmare darf jetzt gegen Botta ran. Und das Match beginnt. Lock up. Und es geht hier gleich auf die Schulter von Botta. Schaut das an. Snake Eyes. Ja, Botta. Harter Tritt. Der Klassiker. Damit hat Wrestling begonnen. Mit einem harten Tritt. War das erste, was nach dem Urknall kam. Aber glaubst du, Botta hat sich vorbereitet? Oh! Launching Clothesline. Ja, aber guck mal, der befreit sich da gleich aus diesem Fireman's Carry. Aber ich glaube schon, der hat sich vorbereitet. Mhm. Oh Gott, warum rennt er eine Seile? Ja. Dropkick! Oh, Dropkick. Auch wenn ich hier Lord of Nightmare irgendwie als Favoriten sehe, glaube ich, dass durch Sugarfoot hier trotzdem der Vorteil ganz klar bei Botta liegt. Ich meine, selbst wenn Botta hier jetzt der Unterlegene ist, Sugarfoot kann sich ja spielend leicht einmischen. Und ja, auch psychologisch. Einfach die Möglichkeit, die besteht, die ganze Zeit, dass er sich einmischen könnte. Ja. Auch wenn ich glaube, dass Lord of Nightmare nicht so krass interessiert. Ja, genau, einfach mal ein Chokeslam. Weggeworfen. Oha. Double Leg Drop. Ja, auch hier sehen wir aber Neues. Wir sehen hier Neues von Lord of Nightmare. Auch wenn er schon so lange dabei ist, packt er hier neue Aktion aus. Und die Geste, dass Botta hier dem Gott geopfert wird, aber Botta befreit sich. Aber er muss nachsetzen. Boah, schöner Hip-Toss. Was zum... Oh, was passiert jetzt? Licht geht aus, Licht geht an. Lord of Nightmare steht hinter ihm. Bringt ihn aber keinen großen Vorteil. Ich sag doch, Botta hat sich vorbereitet. Oh. Ja, ja. Lordi macht sich schwer. Kann sich hier einen Vorteil erarbeiten. Shinbreaker. Boah, schöner Dropkick. Also bis jetzt sind beide gleich auf. Egal bei was, ob es die Stärke ist, ob es auch die Beweglichkeit ist. Beide haben hier so eine Mischung aus Powerhouse und Technik. Oh, da ein schöner Big Splash. Ich habe ja am Anfang eher so Zweifel gehabt, dass Lord of Nightmare ihn hochbekommen wird alleine schon, aber wie er ihn vorhin einfach weggeworfen hat mit dem Chokeslam, krass. Einfach krass. Ja, das ist halt Lord of Nightmare, wo der seine Kräfte erholt. Da wächst kein Gras. Und da geht's wieder auf die Schulter. Diesmal befreit sich Lord of Nightmare. Oh, oh, oh. Chokeslam-Ansatz, aber befreit. Doch wie macht er weiter? Ja, Power Slam. Befreit. Cover, ja. Mal gucken, wo er ist. Noch nicht weit. Oh oh. Oh! Wieder den Chokeslam verhindert. Ich sag ja, Botta, der hat sich vorbereitet. Aber du kannst so vorbereitet sein, wie du willst. Lord of Nightmare, wenn der was erreichen will. Tombstone Pile Driver. Und das Cover 1, 2 und 3.
Ja, na, heftig. Ja, vom Bein kein schlechtes Krass. Match. Ging jetzt aber doch relativ fix. Ja. Na, bei einem Tombstone Pile Driver. Da sehen wir den auch noch mal. Ja, schon. Ist der Nacken durch. Ich meine, allein bei Wotter ja schon ein bisschen mehr wiegt, ne? Das zieht ihn nicht nur emotional runter, ne? Und damit der Gewinner. Diesmal sogar nach fairer Entscheidung. Lord of Nightmare. Ja, Feier. Genieße deinen Sieg. Also hat er sich auf jeden Fall verdient. Ja. Also, obwohl Wotter so gut vorbereitet war, hat Lord of Nightmare trotzdem einfach durchgezogen. Chokeslam hat mehrmals nicht funktioniert. Tombstone Piledriver angesetzt. Hat angeklappt und dann war das Match vorbei. Da hat Wotter halt einfach zu wenig gezeigt. Von ihm kam halt überhaupt keine richtig harten Aktionen. Er hat zwar gut gekontert, konnte gut mithalten, aber es kam halt nichts in Richtung Finish. Nichts in Richtung Ziellinie. Ja. Keine matchentscheidenden Aktionen von Wotter. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht muss er erstmal warm werden. Wir hatten ja viele, auch in der letzten Season, die wirklich am Anfang erstmal reinfinden mussten und sich dann über die laufende Saison halt einfach gestiegen haben und immer besser wurden. Und ein so ein Beispiel haben wir hier. Denn jetzt kommt Corey Dynamite. Und Corey Dynamite hat eine sehr lustige Geschichte. Corey Dynamite war der Liebling von unserem Manager. Alle hatten so den Eindruck, in ihm steckt ein super Talent, aber er hat immer jedes Match verloren. Bis dann der eine Sieg kam. Und dann kam der nächste. Und dann kam der nächste. Und dann kam der nächste. Und ja, jetzt steht er hier. Ist bereit für eine weitere Season. GCW ist bereit, hier wieder Leistung zu zeigen. Diesmal gegen einen Gegner, wo man sich gar nicht vorbereiten kann, denn sein Gegner ist hier Frischfleisch, wie ich so gerne sage, ist ein Neuling. Und mal gucken, ob Corey Dynamite hier jetzt seine Erfahrung spielen lassen kann, ob es den hier wirklich einen Vorteil bringt. Aber ja, der lässt sich da erstmal feiern. Muss ja auch irgendwo sein. Er freut sich einfach, dass er jetzt mal ein paar Matches gewonnen hat in der letzten Season. Ja. Und dass er jetzt wieder dabei sein darf. Ja, Corey Dynamite ist ja zu einer Zeit dazu gekommen, da warst du ja nicht aktiv dabei beim Kommentieren. Wie ist denn jetzt so dein erster Eindruck? So Attire-mäßig, Körperbau, wie schätzt du ihn denn ein? Also ich würde sagen, er ist ein Highflyer. Also technisch begabt, eher nicht so der Schlägertyp. Sondern eher jemand, der aus jeder Lage irgendwie was machen könnte. Dann schauen wir mal, ob du richtig liegst oder nicht. Vor allem ist es ja auch, also die eigene Strategie ist ja auch manchmal so ein bisschen vom Gegner abhängig. Mal gucken, was unser jetziger neuer Star bei GCW überhaupt zulassen wird und was er auch selbst zeigen wird. Denn hier haben wir den guten Wladimir Vachon. Und dieser Mann darf sich heute hier beweisen in seinem Debütmatch der GCW. Ah, hat da eine schicke Narbe über ein Auge. Wo hat er die denn her? Ja, der hat halt schon Erfahrungen im Leben gesammelt. Mal gucken, ob ihm das denn hier auch weiterhilft. Ich meine, wir bei GCW haben ja wirklich die unterschiedlichsten Leute. Ich meine, das erste Match, Mann, da war ein fucking Pirat. Ja, das stimmt. Okay. Gehen wir in die dritte Runde. Die dritte Runde German CAW Wrestling. Sie beginnt hier und jetzt. Corey Dynamite, Wladimir Vachon. Oh,
Oh, Corey Dynamite. Oh, du hast gesagt, nicht so der Schläger. Und da kommt er mit unendlich vielen Schlägen. Oh, der hört ja gar nicht mehr auf. Oh, Uppercut. Ich glaube, der hat dich gehört und würde dich bloß ärgern. Ja, ich glaube es auch. Ja, schöner Necksnap hier. Aber jetzt ein Lebenszeichen von Wladimir. Harter Tritt. Und jetzt gibt es Schläge zurück. Ja, man darf sich hier nicht unterbuttern lassen. Sonst ist es irgendwann zu spät und... Ja, dann passiert halt sowas. Man verliert die Oberhand. Der Vorsprung ist immer weiter weg. Boah, Knee Drop hinterher. Ja, und weitere Schläge. Also ist hier wohl Brawler-Match fast schon UFC-würdig. Na, es geht gerade auch hin und her. Da ja, dann tritt er einfach auf den Fuß. Ah ja, geht auch weiter aufs Bein. Ja, ob das seine Strategie ist? Die Beine bearbeiten? Ja, wenn der Gegner nicht mehr richtig stehen kann, das ist schon ein Vorteil. Ja, jetzt auch mal ein richtiger Wurf hier. Ein Suplex von Corey Dynamite. Da setzt er gleich hier den nächsten an. Snap Suplex. Oh, schneller Cover, schnelles Cover hier. Ja, man muss ja gucken, wo man gerade so steht, ne? Oh, Armbar wird da versucht durchzuziehen. Wladimir Baron wehrt sich noch dagegen. Der Hebel ist nicht... Oh, ey, schau dir das an. Schön befreit. Schöner Konter. Und jetzt darf Wladimir Baron endlich mal was zeigen und schmeißt Corey Dynamite einfach aus dem Ring. Ja, Halleluja. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du vorher gesagt hast. Also, bis jetzt wollten die sich einfach nur fertig machen. Oh, dieser Jumping Knee. Ah, die vielleicht ist es auch so, wie du vorher gesagt hast, man passt den Stil einfach auf den Gegner an. Ja. Kommt der eine mit harten Schlägen, dann werde ich mich mit harten Schlägen. Beide sind jetzt draußen. Ah, kaum sage ich das, ist einer drin. Ja, wir müssen aufpassen. Man kann ja hier angezählt werden bei 10. Ist man aus dem Match geschieden. Aber beide sind hier wieder im Ring und die Action geht weiter. Wip in die Ringecke. Corey Dynamite greift zu. Vorarm. Was bereitet er davor? Alley-oop. Alley-oop. Wladimir lässt nicht viel zu hier. Oha, oha, vorarms in die Ringecke. Das ist wirklich hin und her. Oh, 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 oh. Oh Gott. Sleeper Suplex. Ist es jetzt vorbei? Ja, das war eine harte Aktion. Wladimir kommt noch raus. Krass. Also ich habe persönlich gedacht, das ist jetzt vorbei. Ja, das war auch eine echt harte Aktion aus dem Nichts. Aber Corey Dynamite ist noch nicht fertig. Schöner Swinging Complete-Shot. 1, 2 und 3. Corey Dynamite macht das Ding. Das war ja nicht so ein schönes Debüt dann für den Neuankömmling hier. Ja, also wenig Technik gezeigt. Hat seine Lebenserfahrung dann auch nichts mehr geholfen. Ja, naja, andererseits, vielleicht war Corey Dynamite einfach ein zu krasser Gegner. Auch wenn, ich sag's mal so, mit so einer Leistung hat Corey Dynamite hier auch angefangen. Und nach kurzer Zeit war einer unserer Lieblinge. Hat hier und dort große Matches gewonnen. Ja, kann man bei Wladimir nur hoffen, dass es ähnlich sein wird, dass er sich hier auch noch reinfindet. Und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Auf jeden Fall tolles Match von Corey Dynamite. Hat hier wieder einen Sieg geholt. So, und ich trinke jetzt einen Schluck Cola. Unterhalte die Zuschauer.
sehen wir unsere Championess gegen Deborah. Auch ein Neuankömmling. Bin ich auch gespannt, wie sie performen wird. Ich ja, persönlich habe ja schon einiges von ihr gesehen. Ja, bei Neulingen ist es halt immer interessant, weil du halt überhaupt nicht weißt, was du zu erwarten hast. Aber was wir wissen ist, dass Kim Kolbe unser aktueller Diven-Champion ist. Und so nebenbei, die Diven, die Division der Diven, heißt diese Season bei uns Knockouts. Ne, also wir haben jetzt unsere Knockout-Championess in diesem Match drin. Ne? Aber erstmal kommt unsere Neuankömmlingen. Sagt man das so? Neuankömmlingen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber von was ich Ahnung habe, ist Deborah ist da. Und Deborah kommt zum Ring. Deborah macht jetzt hier ihr Debüt. Ja, wenn ich sie mir so angucke, sieht nach einem ziemlich verrückten Charakter aus. Chaotisch. So bunt wie die ist, nenne ich das mal chaotisch. Mal sehen, ob sie im Ring das auch ähnlich rüberbringen kann. Denn das Gute an einem chaotischen Charakter ist halt, du hast halt... Du hast halt nichts, wie du sie ablesen kannst oder so. Du hast kein... Ja, du hast halt kein System hinter. Du weißt nie, was als nächstes kommt. Ja. Aber bei Kim Kolbe wissen wir, was kommt. Championess. Ja, da wissen wir genau, was kommt. Face Wash, Backstabber, vorbei. Also wenn das jetzt nicht das schnellste Match wird, dann weiß ich nicht. Aber vielleicht hat ja auch Kim Kolbe Spaß und genießt es mal ein bisschen. Aber ja, diese Dame. Eigentlich sollen hier in dieser Show alle Rückmatches stattfinden. Aber diese Dame hat in ihrem Elimination Chamber Match alle fünf anderen Damen überlebt. Sie hat den Titel verteidigt in ein Six-Man-Elimination-Chambers-Match. Und deswegen ist der Titel hier heute nicht auf dem Spiel. Sie hat hier freien Schein, darf hier die neuen testen. Und ja, schauen wir uns das mal an. Kim Kolbe, Deborah, Kim Kolbe. Let's go! Los geht's. Oh, schöner Start für Deborah. Die hat aufgeräumt. Mhm. Aber sie sollte Kim Kolbe nicht unterschätzen. Und ey, diese Dritte. Ja. Das ist doch genau das, was ich angesprochen hatte. So einen chaotischen Charakter, da kannst du doch nichts ablesen. Oh Gott. Aber genau das macht Kim Kolbe gerade. Autsch. Knee to face. Aufs zweite Seil. Oh, was sehen wir denn jetzt? Oh, ein Tritt ins Gesicht. Schöner Schulterblock. Und dann geht's ab in die Seile. Leg drop ins Leere. Hast du gesehen, wie sie diesen Tritt geblockt hat? Das war wunderschön. Und dann gibt's da diesen Back Suplex hinterher. Das scheint ein klasse Match zu werden. Oh, Roundhouse! Da gehen die Lichter aus. Ja. Aber gehen sie jetzt auch wieder an? Oh, Deborah verschätzt sich mit ihrem Dropkick. Millimeter daneben. Und Kim Kolbe feiert. Wie wir sie kennen. Ja. Yeah. So haben wir sie kennengelernt. Da sehen wir eine Free Nelson Bomb. Die scheint dich ja wirklich zu kennen. Aber es ist noch nicht vorbei. Auch wenn Kim Kolbe hier dies und das mal verschenkt. Sie ist und bleibt trotzdem zu jeder Zeit eine große Gefahr. Und man sollte eigentlich jede Chance nutzen, um Kim Kolbe hier auch zu schwächen. Oh, schöne Clothesline. So. Und weiter geht es. Ey, diese Dritte.
von Debra. Was willst du denn dagegen machen? Ja, dagegen kannst du gar nichts machen. Das sieht man ja an Kim Kulve. Ja, aber Kim Kulve braucht nicht viel, um zu gewinnen. Also, egal wie viel sie da abkriegt, am Ende kommt in eine harte Aktion. Kim Kulve hat schon oft gezeigt, dass sie viel einstecken kann. Oh, aber die Ohrfeige geht ins Leere. Und da kommt was auch wieder der Roundhouse. Ja, Kim Kulve ganz klar unterlegen. Also. Was sehen wir denn jetzt? Oh, schöner gesprungener Dropkick. Lichter sind aus. 1, 2. Kickout von Kim Kulve. Aber trotzdem erschreckend, wie einseitig das hier wirkt. Jetzt ja. Sehen wir einen Jumping Kick. War's das? 1, 2 und 3. Kim Kulve wurde besiegt. Debra. Wie krass war das denn jetzt? Ja, da ist Kim Kulve mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja. Ja, das kennen wir von Kim Kulve. Debra hat auf jeden Fall bewiesen, dass sie was drauf hat. Ja, sie ist herzlich willkommen hier bei GCW. Kim Kulve lässt sie auch feiern. Ja, wir haben hier echt einen wunderbaren Champion. Respektiert den Gegner für die Leistung. Sehr nice, sehr nice. Also. Was da freue ich mich jetzt schon auf mehr. Ja, vor allem, weil jetzt ja die Titelmatches kommen. Ja. Bei der letzten Großveranstaltung, Rational Cage. Dort gab es ein Triple Threat Tornado Tag Match und die Tag Team Champions sind als erstes rausgeflogen. Best Friends United. Und ja, dann haben sich halt nur noch El Animal, also El Chaco und Hyper Tiger und Big and Tasty im Ring geprügelt. Und am Ende hat El Animal gewonnen. Und ja, sie wurden Tag Team Champions. Jetzt gibt es das Rematch. Unsere Tag Team Champions gegen die ehemaligen Tag Team Champions. Wer wird hier mit den Titeln nach Hause gehen? Was wünschst du dir denn? Best Friends United soll als Sieger hervorgehen. Ich weiß gar nicht warum. Aber diese beiden haben... Also egal wer gerade Champion ist oder so, aber man muss sagen, was diese beiden da gemacht haben. Big and Tasty waren wirklich lange die ungeschlagenen Tag Team Champions. Sie haben wirklich alles zerstört, was es zu zerstören galt. Und ja, dann kamen diese zwei, eine Powerbomb und ein Boston Crab. Und dann waren diese zwei Tag Team Champions. Und danach war es halt wirklich so rotierend, dass mal er Tag Team Champion und dann die Tag Team Champion. Ja, hat sich alles so ein bisschen gedreht, wieder eine Normalität gebildet. Ja, wieder ein bisschen frischer Wind. Ja, genau. Ich meine, nichts ist verkehrt gegen sehr dominierende Tag Team Champions. Ja, guck mal, die haben die Titel nicht. Ich hoffe, der Manager hat die Tag Team Champions Water und Sugarfoot wieder weggenommen. Das werden wir ja gleich sehen. Der Ref wird die der gleich hoffentlich präsentieren. Ansonsten gibt es vielleicht für nächste Woche dann schon Redebedarf oder vielleicht sogar Matchbedarf. Ja, wir sind gespannt. Also, die sind auch nicht sehr gut gelaunt. Also. Vielleicht suchen sie gerade die Tag Team Championships. Sie gucken sich jeden einzelnen Fan an, analysieren, wo die Tag Team Championship eventuell sein könnte.
Eigentlich müsste Hyper Tiger ja den Riecher dafür haben. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, wir haben es schon gesagt. Big and Tasty sind nicht unsere Tag Team Champions. Ich hoffe, unser Manager hat reagiert. Stell dir mal vor, Big and Tasty würde mit Best Friends United zusammenarbeiten. Und das haben die gemacht, um die Tag Team Champions hier aus dem Wind zu bringen. Was macht denn Amazing Black da? Er wollte bestimmt fragen, wo die Tag Team Championships sind. Ja, 100 pro. Aber das macht man, bevor die Ringglocke ertönt. Damit ein Gratisangriff für unsere Tag Team Champions. Und jetzt frisst er hier einen Drop nach dem anderen. Ja, warum auch nicht? Harte Schläge hier von Hyper Tiger. Ey, aber die Chance, wieder Tag Team Champion zu werden, die gibt man doch nicht so einfach weg. Ja, ist ja noch nicht vorbei, das Match, ne? Das ist ja gerade mal der Anfang. Ja, aber jede vergebene Chance, ne? Schöne Kombination hier. Amazing Black wird an den Seilen bearbeitet. Die Frage ist, wie viel kann Amazing Black einstecken? Aber ich muss schon sagen, sein neues Attire ist sexy. Aber da kriegt er einen X-Kick ab. Aber der Hottag. Hyper Tiger kriegt das nicht schnell genug mit. Und damit hat hier Tiger Ronnie, beziehungsweise mit seinem Ringnamen Radek Folter, hier einmal zuschlagen können. Geht aufs dritte Seil. Doch für was? Ah, schöner Splash. Er stand ja richtig in der Luft. Doch wie geht's weiter? Ah, Suplex Ansaat, Brainbuster. Nein, Hyper Tiger überdreht sich. German Suplex. Wunderschöner Konter. Ja. Amazing Black ist da. Da gibt es die Gedächtnisschelle für Hyper Tiger. Ja, weil man Amazing Black nicht mit dem Referee reden lassen hat. Ja, einfach mal gegen April schmeißen, kann man mal machen. Ja, also auch wenn der Anfang gut war für Hyper Tiger, jetzt ist das nicht mehr so gut. Wir müssen aber aufpassen. Denn beide werden ja angezählt. Bei 10 ist das Match vorbei. Und Championship-Vorteil. Beim Aussehen bleiben die Champions. Egal ob gewonnen oder verloren. Jetzt ist El Chaco wieder da. Zeigt dir einen schönen Low-Drop-Kick. Ein Hin und Her. Ein Hin und Her hier von beiden Teams. Lock-up. Ah. Backbreaker. Oh oh. Amazing Black kommt in den Ring. Und kassiert hier gleich eine Schelle. Befreit sich aber gleich wieder. Einfach mal wegschmeißen. Schon hast du genug. War was genug los? Ja. Ja, reicht ja auch. Reicht ja auch. Und nochmal. Ah, ich will Backbreaker sagen, aber das ist ja mehr ein Hipbreaker. Da jetzt ein Armbreaker. Und es geht aufs dritte Seil. Oh, Frog Splash! Damit wäre das Match vorbei gewesen, aber die Knie waren angezogen. Ja, da hat El Chaco gut reagiert. Oh, jetzt ist Hyper Tiger wieder drin. Aber Radek Folter steht schon wieder. Boah, über den Tritt gesprungen. Die Punches, sie sitzen wunderbar. Oh oh, oh oh, oh oh. Der Sleeper Hold, er sitzt. Da wird wohl jemand eingeschläfert. Ja. Und El Chaco kommt rein. Ja.
Einerseits schlecht, dass er sich einfach einmischt. Andererseits gut, weil er für seinen Tag Team Partner da ist. Samoan Drop. Und jetzt der Wechsel. Kann Amazing Black das zu Ende bringen, was Radek Polter angefangen hat. Er greift zu. Oh, schön um die Hüfte. Facebuster. Harter Tritt. Der Amazing Black wirkt doch leicht verwirrt. Mal gucken, vielleicht klappt es mit dem Gegner ja besser. Ja, aber das Wegrollen hat schon mal nichts gebracht. Auch wenn die Elden Ring anderes beigebracht hat. Oh, Superkick abgefangen. Oh, schau dir diese Technik an, Powerbomb. Damit wurden sie schon einmal Tag Team Champions. Vielleicht ist das jetzt auch wieder diese Einleitung. Oh mein Gott, Protect Your Neck. Oh Gott, damit könnte es vorbei sein. Aber Hyper Tiger, der kommt da in den Ring gestürmt. Oh, was sehen wir jetzt? Ja, wird auf jeden Fall da entfernt. Das ist jetzt die Chance, hier das Match zu beenden. Die Frage ist bloß, wer kann sich hier durchsetzen? Oh, Samoan Drop! Oh Gott. Backbreaker. Schade, dass Amazing Black jetzt hier nicht am Drücker ist, denn jetzt wäre der Moment, wo man ein Match beenden könnte. Was setzt denn El Chaco da an? Oh Gott, Buster! Oh, 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 er geht aufs zweite Seil. Für einen Knee Drop, der nicht trifft. Wo ist Matt, wenn man ihn braucht? Matt Knee! Oha, da war Hyper Tiger im Weg. Oh, oh, das Cover. War es das? Eins, zwei. Und wo ist denn Radek Polter? Ja. Er ist nicht da. Oh, das ist Submission. Das ist sehr schlecht. Oh, Radek Polter ist in der Ecke. Er sieht da noch keine Gefahr. Er hat sehr viel Vertrauen in seinen Tag-Team-Partner. Radek Polter sieht aber auch ein bisschen bedrückt aus. Naja. Er will wieder Tag-Team-Champion werden. Oh, oh, Tag-Team-Aktion hier. Griff, Tritt. Und Pelikek. Aus dem Leben getreten. Das muss ich nicht verstehen. Das war ihm zu einfach. Wahrscheinlich. Oh Gott, und dann kommt da eine Aktion nach der anderen von Hyper Tiger. Ey, guck dir das an. Da ist einer. Heiß wie Frittenfett. Oh Gott, was sehen wir? Was sehen wir? Was sehen wir? Was sehen wir? Tritt in den Magen. Oh, Stomp! Aber wenn Amazing Black da jetzt nicht reinkommt. Was war denn das? Was ist da gerade passiert? Kam er gerade bei 1 raus und nochmal bei 1 raus? Alter! Da zeigt sich einfach die jahrelange Ringerfahrung. Ja. Und jetzt zeigt sich, ja, das Umfallen zeigt sich. Aber ein paar Tage der Fire, Amazing Black steht da auf. Kann zu lange, Full Nelson Bomb. Oh, oh, das und sie sitzt. Sein. Ja, und auch perfekt in der Ecke, wenn Tiger Ronnie da noch eingreifen kann. Beziehungsweise abwehren kann. Ach, macht Amazing Black das mit alleine. Suplex. Flieg und Sieg. Da wäre das Match beinahe vorbei gewesen. Aber es reicht noch nicht. Power Slam. Jetzt steht aber Hyper Tiger wieder. Superkick. Wieder abgefangen.
Also der Kommt jetzt die Powerbomb? Der kann das einfach. Nein, die Drehung. Oh, oh. Oh, oh. Der Amazing Black pumpt sich auf. Oh, was ist denn da? Alabama! Der Alabama-Hammer! Oh, gut vorbereitet. Gut vorbereitet für Radek voll da, geht aufs Apron. Nice. Wenn er jetzt Hyper Tiger schnappen kann. Aber es gelingt ihm nicht. Dann hätte er das Match beenden können, ohne dass sich einer einmischt. Oh, harte Schläge. Harte Schläge. Ein nach dem anderen. Das kommt Radek Folter. Hyper Tiger sollte nicht so lange feiern. Ja, klatscht jetzt ab. Wie lang kann das Match noch gehen? Zum Mount Drop. Und der liegt da eigentlich ziemlich gut für eine Diving-Aktion. Cover-Versuch. Eins, zwei. Ah, Amazing Black nicht rechtzeitig da. Aber immerhin da. Um Hyper Tiger zu bestrafen. Das ist gut. Gut positioniert. Was kann er draus machen? Oh oh. Oh oh. Sehen wir jetzt. Pump Hände. Powerbomb. Pump Hände, Powerbomb. Sitzt. Cover. Bein eingehakt. Und wir haben neue Tag Team Champions. Jawohl. Nice. Best Friends United. Oh, da sehen wir die Submission von vorhin. Gut angesetzt, aber zu früh im Match. Da Protect der Neck von Amazing Black. Aber man sieht auch in den Wiederholungen. Best Friends United haben die ganze Zeit die harten Aktionen gebracht. Und das hat denen hier den Sieg gebracht. Wunderbar. Aber die Tag Team Champions sind wieder nicht zu sehen. Oh, da gibt's Nachholbedarf. Big and Tasty hat die Tag Team Titels geklaut. Wie kann so etwas passieren? Das ist schon die zweite schlimme Sache. Ja, im ersten Match wird das Roadbreak nicht gesehen. Und im zweiten. Naja, nicht zweiter. Was war das? Das dritte Match? Das dritte Match war Big and Tasty, ne? Ja. Und im dritten Match werden die Tag Team Titels geklaut. Was werden wir denn noch sehen? Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Und, ja. Lass mal den da kurz sprechen. Er hat sich einfach wegteleportiert. Okay. Also, jetzt kommt das nächste Titelmatch. Denn wir haben hier unseren ehemaligen Super Blue, der sich ein wenig umbenannt hat und auch ein bisschen anders aussieht. Dieser Mann war Hardcore-Champion. Doch mit dem Hardcore-Titel hat man ihn aus seiner Reinheit beraubt und er ist jetzt hier, um Rache zu üben. Ja. Ja, den Super Blue hast du ja selbst noch kennengelernt, ja. Was war denn immer so dein Eindruck? Er war auf jeden Fall immer gut im Ring, aber hat nie die großen Matches erreichen können, fand ich. Bis dann die letzte Staffel kam. Überraschenderweise hat er jedes kleine Match verloren, aber jedes große Match gewonnen. Er hat Lord of Nightmare besiegt mehrmals, wurde Hardcore-Champion. Aber leider, ja, hat halt nicht gereicht bei Rage in the Cage. Dort gab es ein Mehrmann-Ironman-Match. Also ein Match auf Zeit, wo man sich durch Pinfall und Submission Punkte sammeln konnte. Und die Person mit den meisten Punkten wurde dann Champion.
Und ja, hier sehen wir, Prinz Kira hat diesen Titel jetzt auch in einer neuen Ausführung, denn der Hardcore Champion ist jetzt unser No DQ Championship. Und Prinz Kira, ja, da muss man ja nicht viel sagen. Dieser Mann, der steht praktisch für Leistung und schöne Matches. Eigentlich kann jetzt hier gar nichts schief gehen. Hier dürfte sich jeder unterhalten fühlen. Ich meine, ist ja, Prinz Kira eigentlich auch immer stark. Am Anfang hat er immer vergessen zu covern. Oh, das war Zeit. Und, dann hat er eine Zeit lang mit Beretta im Tag Team gekämpft, war auch nicht so rosig. Aber jetzt läuft es bei ihm. Ja, seit der Trennung. Wirklich alles bestens. Sowohl für Beretta als auch Prinz Kira. Okay, dann. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was kann unser Champion hier zeigen? Die erste Show, die erste Verteidigung. Oder gibt es den Titel zurück für Super Blue? Oder wie er jetzt heißt, Super Evil Blue. Ich nenne ihn trotzdem Super Blue. Ich nenne noch Super Blue. Es ist Super Blue. Okay, es geht los. Jetzt haben wir hier hoffentlich ein 5-Sterne-Match. Beginnt einmal mit einem harten DDT. Boah. So kann man mal ein Match beginnen, ey. Ja. Ja, Zigzag. Komm, Tomb Super Drive hinterher. Ah, Doppel gegen den Rücken. Oh, Springboard Moonsault ins Leere. Ja, so kennen wir ihn. So haben wir ihn kennengelernt. Er hat sich nicht verändert. Ja. Der gute Super Blue. Ah, Splash. Aber Super Blue befreit sich denn da gleich mit einem Jawbreaker. Seine Chance hier jetzt was zu zeigen. Dieser Legdrop trifft sogar. Und da musst du gleich mal posieren. Ja, hat er selber nicht mit gerechnet anscheinend. Ja. Er geht gleich wieder aufs dritte Seil. Will hier wohl durch viele High-Flying-Aktionen glänzen. Ja, hohes Risiko, aber dieser Dropkick geht ins Leere. Ob das vielleicht so eine Strategie von ihm ist? Ja. Ich meine, es funktioniert ja irgendwie. Das ist vielleicht wie damals bei Hulk Hogan, wenn er einen Stuhl gegen den Kopf bekommen hat. Ja, aber hier, guck mal, schöne Kombination. Superkick. Cover 1, 2 und 3. Dann kommt er wieder runtergereicht. Und schon wieder. Ja, da hat er vielleicht vergessen, dass es ein No-DQ-Match war mit seinem Fuß, oder? Ja. Der ist anscheinend so hart mit dem Kopf aufgekommen. Ja, bei Hardcore und Extreme Rules Matches gibt es keinen Roadblock, mein lieber Prinz Kira. Oh Mann, was ist denn... Oh, ich habe hier ein 5-Sterne-Match erwartet, ne? Eigentlich schon, aber naja. Ist halt Wrestling, ne? Man weiß nie, was passiert. Ist natürlich schade. Man hat mehr erwartet. Hat natürlich jetzt nur das bekommen. Ja. Somit ist unser NoDQ-Champion wieder Super Blue. Konnte den Titel also wieder zurückgewinnen. Komisch. Komisch. Vielleicht müssen wir mal neue Ringrichter oder so besorgen. Das wäre gut. Ich hoffe,
unsere jetzigen Leute haben sich die Matches hier angeguckt und lernen draus, merken, was sie machen dürfen und was nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, die Besten der Besten im Ring. Also eine größere Qualität konntest du in der letzten Season einfach nicht haben. Denn das ist wahr. Nach vielen, vielen Jahren hat es dieser Mann geschafft, Jester Velker um den Titel zu bringen. Ja, das, was Big and Tasty in der Tag Team Division geschafft haben, hat Jester Velker mit dem GCW Championship gemacht. Aber dieser Mann konnte die Streak nach etlichen Jahren endlich beenden. Und seitdem sind die zwei in einer ewigen Fehde um den GCW Championship. Es ging hin und her. Error konnte ihn zweimal gewinnen. Aber bei Rage in the Cage haben auch die mehrfachen 5-Star Frog Splashes nichts genützt. Auch nicht der Disaster Kick. Jester Velker konnte sich durchsetzen mit seinem Double Underdog Face Bust und seiner Shooting Star. Er wurde wieder GCW Champion und ja, das Recht auf ein Rückmatch besteht trotzdem und das wird hier jetzt umgesetzt. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Ja, ich wollte bloß noch sagen, also die Matches zwischen den beiden waren immer krank. Also richtig geile Matches. Die waren legendär, also da hast du den Kopf geschüttelt. Hattest du ja. Mitleid mit den Körpern? So wie die sich abgefertigt haben. Die sind auf jeden Fall immer all out gegangen. Ja, mal gucken, wie es jetzt sein wird. Und da sehen wir ihn. Jester Velker, GCW Champion. Ich würde schon fast sagen, zwischen den beiden ist auch schon so eine Freundschaft entstanden. So eine Hassliebe. Ja, ja. Wir werden ja gleich mal sehen, wo die Hassliebe diese beiden Leute hinführt. Jester Velker wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel haben, aber er hat ja den Championship-Vorteil. Das ist ein Vorteil, der bringt ihn schon ein Stück weiter, wenn er ihn richtig einsetzt. Ich meine, er kann sich einfach disqualifizieren lassen, er könnte sich ausziehen lassen und wäre trotzdem noch Champion. Ja, das stimmt. Während Error hier wirklich fair and square gewinnen muss. Na, schauen wir mal. Ich bin gespannt, diese 5-Sterne-Wrestler hier. Die müssen jetzt die Schande von Prinz Kira wieder gerade biegen. Ja, hoffen wir, dass sie das machen. Okay, Leute, ich hoffe, ihr seid ready. Der Main Event. Unser schöner GCW Championship Titel spielt jetzt hier eine große Rolle. Der Gewinner dieses Matches wird neuer oder verteidigender GCW Champion. Ja, da haben wir ERROR. Ich bin so hyped auf das Match. Ja, ich bin auch gespannt, was die draus machen. Jester Velker besiegt man ja nicht einfach mal so. Also da müssen schon 2, 3, 4 Frog Splashes kommen. Kombination mit 1, 2, 3, 4 Disaster Kicks. Sonst wird das nichts. Aber Error ist in der Lage, genau das umzusetzen. Ne? Der hat das schon öfter gemacht. Er hat gezeigt, dass er es kann. Das Einzige, was jetzt hier zum Nachteil wird, was Error gezeigt hat, ist, dass er nicht so viel einstecken kann. Und schlagt Springboard Pilekick. Also wer so wrestelt, der muss auch nicht viel einstecken. Ja. Und schon haben sie mehr gezeigt als Prinz Kira. Harter Tritt. Okay, es geht gleich wieder hoch. Es geht gleich wieder aufs dritte Seil. 360. Und Shooting Star, aber die Knie sind oben.
Ja, jetzt ist Jester Baker hier am Drücker, schnappt sich Error, lehnt sein Seil hier, natürlich. Bei so einem Shooting soll die Knie anziehen, das nimmt einen erstmal die Luft weg. Ja, da auch schon eine unfaire Aktion. Springboard tritt in die Fresse! Geil. Und dann diese Geste hinterher. Ich hab gesagt, diese zwei, die werden hier ein super Match. Oh, der Knoten der Leidenschaft. War er Leidenschaft? Den kennen wir alle. Schöner Tritt. Ah, Jester Baker rennt hier um Error. Beste Position für die nächsten Aktionen. Aber Konter. Big Boot. Und wir sehen einen Springboard Splash, aber Jester Baker kann da entkommen. Es geht in die Seile. War schön. Einfach. So simpel kann es sein. Macht einfach einen Complete Shot. Warum muss man dann 30 Schrauben oder Umdrehungen machen, wenn es so einfach gehen kann? Oh, was sehen wir da? Oh, der Error! Der Error! Da hat er gezeigt, warum man sowas machen sollte, weil es einfach geil aussieht. Ja, und das ist der 5-Star-Flash-Star! Es ist vorbei! 1, 2, nein! Oh. Ich hab dir gesagt, da reicht nicht einer. Das habe ich dir gesagt. Oh, Springboard Moonside hinterher. Ja, versucht die Energie vom Publikum zu tanken. Aber das kann auch schief gehen. Da haben wir den ersten harten Sprung gesehen. Oh, was sehen wir da? Backflip, German Suplex. Ey, was Error hier schon wieder krank, zeigt. Krank. Harter Tritt abgewehrt, Dropkick ins Seil. Oh. Oh mein Gott. Nein, ey, was macht er? Was macht er? Oh, Tiger Paintkick. Und dann zeigt er mit dem bösen Finger auf ihn. Ich hoffe, Error geht's gut. Das gehört einfach zur Show von Jester Baker. Er war auch da wieder befreit. Oh, da ist Blut. Ja, draußen müssen die aber auch aufpassen. Wie gesagt, Jester Baker, Championship-Vorteil. Oh, Running Shooting Star hier. Eins, zwei. Da kommt Error auch raus. Heftig, was die sich hier gegeneinander geben. Oh, Dragon Sleeper. Oh, Error. Ist auch in der Mitte vom Ring. Kein Seil in der Nähe. Da hilft ihm gar nichts. Außer seine eigene Kraft. Oder Technik. Harter Tritt. Und er setzt hier gleich nach Nasan Light Suplex. Natürlich noch Umdrehung. Brainbuster. Oh mein Gott, was die hier schon wieder machen, Mann. Ja. Ah, Dropkick. Gegen den Nacken. Das soll es gewesen sein. Zwei und. Nö, da fehlt noch ein bisschen was. Das war aber sehr, sehr knapp. Ja, und wieder ein Springboard Moonsault hier. Oh. Was sehen wir denn da? Das ist aber ein komischer Aufgabegriff. Oh, Jester Baker, der zappelt. Wird er aufgeben? Wird er aufgeben? Komm schon. Nein, er gibt nicht auf. Aber das raubt natürlich auch die Kraft. Ja, sich da. Weiter auf den Arm. Ja. Die Frage ist, wie lange kann Error weitermachen? Ja. Das geht ja nicht ewig gut. Oh. Es geht wieder hoch. Oh. Five Star Frog Splash, er sitzt. Das Cover. Muss es doch sein. Eins, zwei und drei. Error. Ja. Error ist wieder GCW Champion. Und in was für einem Match.
Also am Anfang ging es ja richtig schön hin und her, aber dann hat Arrow auf jeden Fall die Oberhand gewonnen. Ja. Ja, hier Handshake von Jester Baker. Faire Geste. Ja, Leute. Das war unser Main Event. Erste Episode GCW. Das wird jetzt jeden Sonntag ausgestrahlt. Also, schaltet hier auf Twitch ein. Schaut euch bei YouTube die Folgen im Nachhinein an, falls ihr sie anschauen wollt. Dann war's das mit dieser Episode. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschü mit Ü. Tschü mit Ü. Make your dream coming true in the GCW. Throw them on the chair, have it all everywhere. Drop some true in the GCW. Throw them on the chair, have it all everywhere. Drop some true in the GCW. Be the best in the ring, try to win everything. Make your dream coming true in the GCW. Throw them on the chair, have